Hallo, meine Lieben. Es gibt heute quadratische Gleichungen. Im Angebot billiger. Naja, im Angebot billiger heißt, manche Gleichungen sind wirklich billiger zu lösen und manche sind wirklich kompliziert. Aber es gibt im Endeffekt dann eine wunderschöne Formel dafür. Eine Mitternachtsformel. So, schauen wir uns also mal ein einfaches Beispiel an. Und zwar der Typ. Also es gibt hier Typ. Typen. Wir nehmen den Typ 1 mit einem x Quadrat, das ist das wesentliche Zeichen für eine quadratische Gleichung, und dann noch eine Zahl dazu. Ich nenne sie q. Wird sich herausstellen, warum. Also es kommt jedenfalls nur eine Zahl noch. So, dieser Typ 1 ist also relativ einfach zu lösen. Ich habe das Beispiel 5 x Quadrat minus 20 ist gleich 0. Ja, eigentlich gehört im Endeffekt für diesen Typ ein Minus hier, weil sonst ist sie nicht lösbar. Ne? Also wenn ich hier Plus hätte, würde ich es mit Minus rüberbringen. Geht dann nicht, weil ein Quadrat muss immer positiv sein. Also lösen wir das der Reihe nach. Was würde man zuerst einmal hier machen? Naja, der 5er vor dem x Quadrat stört. Und wunderschön ist ja auch hier, ich kann das 20 durch 5 dividieren. Also dividieren wir also durch 5, dann müssen wir natürlich beide Summanden dividieren. 5x Quadrat durch 5 ist nur mehr x Quadrat und 20 durch 5 ist 4 ist gleich 0. Okay, dann können wir einfach den 4er hinüberbringen, plus 4, dann ist er drüben, dann haben wir also nur mehr x Quadrat ist gleich 4. Ja, und das lässt sich jetzt wunderschön lösen, indem ich hier die Wurzel ziehe. Also, Wurzel ziehen. Aber was hier wichtig ist, es gibt also nachher zwei Lösungen, eine Plus und eine Minus. Deswegen schreibe ich immer dann gleich Plus Minus Wurzel ziehen. Okay, bei x Quadrat können wir das Plus Minus weglassen. Also, Moment, das ist ja dann schon x. Hoppala, ist gleich. Aber rechts haben wir Plus oder Minus Wurzel aus 4. Und deswegen gibt es also zwei Lösungen. Die eine ist mit Plus, die Wurzel aus 4 ist 2, und die andere ist mit Minus, Minus, weil ja Minus 2 zum Quadrat auch wieder Plus 4 gibt. Damit hätten wir also den Typ 1. Also doch relativ einfach noch zu lösen. Typ 2 geht auch. Das heißt, wir schauen mal den Typ 2 an. Typ 2. Und zwar gilt der Typ 2 mit x Quadrat plus px ist gleich 0. Das ist der Typ 2. Machen wir dann einen rundherum. Ja, Typ 2. Ja, was ist jetzt hier anders? Ja, ich brauche wieder ein Beispiel. Ein Beispiel ist 6x Quadrat plus 18x. 6x Quadrat plus 18x ist gleich 0. Man sieht schon, also ich werde immer schauen, dass ich also zuerst auf das x Quadrat komme, indem ich also den 6er hier wegdividiere. Okay, das ist ja noch einfach. Und da steht dann x Quadrat plus 18 durch 6 ist 3. X ist gleich 0. Ja, und was können wir jetzt machen? Jetzt gibt es also einen Trick schon. Hier fängt also die Trickkiste der Mathematik an. Ich kann ein x herausheben. Naja, gut, das hätten wir auch so machen können. Okay. Also ein Trick x mal x plus 3 bleibt in der Klammer. Gut. Und jetzt gibt es aber die Produkt-Null-Regel. Aha. Was heißt das? Produkt ist 0. Regel. Ein Produkt ist dann 0, wenn einer von den zwei Faktoren 0 ist. 0 mal 7 ist 0, 5 mal 0 ist 0, also egal, einer von den zwei Faktoren muss 0 sein, das heißt, entweder x ist gleich 0 oder x plus 3 ist gleich 0. Das ist die Produkt-Null-Regel.
Ja, und das haben wir schon hier. Die erste Lösung wäre also x1 ist gleich 0. Und die zweite Lösung ist, wenn ich den 3er rüberbringe, mit x2 ist gleich minus 3. Damit hätten wir diese zwei Lösungen. Okay, das heißt also auch hier, diese Variante ist also gut beherrschbar. So, und jetzt wird es aber lustig. Jetzt haben wir die kompliziertere Situation. Schauen wir uns also das kompliziertere System jetzt noch an. Wie schaut das jetzt aus? Das heißt, hier brauche ich einmal die Rückseite. So. Wir schauen also als folgendes an, Typ 3. Die vollständige quadratische Gleichung. X² plus b mal x plus q ist gleich 0. Hat sich so herausgebürgert, dass man da p und q verwendet. Witzigerweise sagen die Mathematiker zum q auch immer q statt q, was es ja eigentlich im deutschen Sprachraum mit dem Buchstaben q wäre. Ja, ja, das ist also zum Beispiel x Quadrat minus 6x plus 8 ist gleich 0. Okay, ja. Und das bedeutet jetzt für uns, wie können wir diese Gleichung lösen? Jetzt kommt zuerst einmal ein bisschen ein Ansatz, den wir dann später wieder verwenden, aber der ein bisschen ja, zum Nachdenken ist. Wir brauchen nämlich jetzt die Ergänzung auf ein vollständiges Quadrat. Wir machen die Methode ergänzen auf ein vollständiges Quadrat. Auf vollständiges Quadrat. Eigentlich ist damit ein Binom gemeint. Einen vollständigen Binom. Und noch ein E. Ja, wie? Ich könnte ja sagen, x² minus 6x ist ein erster Teil. Das heißt, ich will also dieses x² minus 6x ergänzen. Das plus 8 gehen wir mal nach hinten. Und ist gleich 0. Was kann ich jetzt hier ergänzen? Ich werde folgenden Trick machen. Ich werde also hier, damit ich es schön auf ein quadratisches Binom ergänzen kann, muss ich das mittlere durch 2 dividieren. Also halbieren. Ja, wenn ich das durch 2 dividiere, also den 6er, dann haben wir 3 da stehen. Okay. Und ich ergänze jetzt mein Binom. Ich will ja haben ein Klammer. X minus 3, Klammer, zum Quadrat. So soll das nachher ausschauen. Das heißt, ich muss aber, wenn ich jetzt das hier haben möchte, dass ich es nachher so aufschreiben kann, das wäre ja ausquadriert, x Quadrat minus doppeltes Produkt, 2 mal 3 mal x, das steht eh da, aber es kommt dann noch plus 3 zum Quadrat. Das heißt, jetzt müssen wir auch noch in die andere Richtung den Dreier nochmal verwenden, quadrieren. Zum Quadrat und den gebe ich jetzt hier dazu. Aber wenn ich hier etwas dazu gebe, muss ich es auch gleich wieder wegnehmen. Sehr verrückt. Aber ich darf ja nichts ändern an der Gleichung. Okay? Ja, und damit kann ich das schön zusammenfassen. Dieser Teil hier lässt sich also durch die Klammer ersetzen. X minus 3 zum Quadrat. Der Teil, der hier hinten ist, den muss ich also noch abschreiben. Minus 3 zum Quadrat ist minus 9. Und plus 8 ist gleich 0. Und damit bin ich schon in der Form, dass ich das hier wunderschön weiter umformen kann. Nämlich dieses minus 9 plus 8 ist ja minus 1. Das heißt, ich kann jetzt hier den 1er hinübergeben auf die andere Seite. Dann steht nur mehr die Klammer da. X minus 3 Klammer Quadrat ist gleich 1. Ja, jetzt kann ich hier die Wurzel ziehen. Also jetzt kommt wieder die Plus-Minus-Wurzel, die wir schon gehabt haben, die aber wieder nur rechts gezogen wird. Links lassen wir einfach das Quadrat weg.
Und rechts habe ich also die Plus Minus, die Wurzel aus 1, was ja natürlich Plus oder Minus 1 ergibt. Dann muss ich noch den Dreier nach rechts geben und dann habe ich hier x ist gleich 3 plus oder minus Wurzel 1 wird 1. Und damit habe ich zwei Lösungen, witzigerweise. X1 ist also 3 plus 1, 4 und x2 ist gleich 3 minus 1, also 2. Und daher habe ich hier zwei Lösungen. Ja, und das ist auch wieder schon was Neues. Für quadratische Gleichungen gibt es also dann im allgemeinen Fall zwei Lösungen. Wir werden also uns noch anschauen. Es gibt Fälle, wo es also dann nur eine Lösung gibt. Wenn also hier wirklich ein kompletter Binom hier stehen würde, dann gäbe es nur eine Lösung und hinten hier zum Beispiel da nichts mehr rauskommt. Dann eine und auch keine, weil ja auch, das müssen wir uns dann anschauen, diese Sonderfälle. Gut, das wäre also die Ergänzung auf ein vollständiges Quadrat. Natürlich ist das äußerst unpraktisch, wenn man das jedes Mal machen muss. Und deswegen gibt es also dann für diesen Vorgang einen allgemeinen Vorgang, den man also mit diesen Buchstaben P und Q hier macht. Und was man dann bekommt, ist also die Formel, in die wir dann einsetzen. So, und jetzt schreibe ich also mal die Formel auf, die also hier rauskommen würde, wenn ich also anfange mit x² plus P mal x plus Q ist gleich 0. Und dann habe ich nachher die Lösungen x1, 2 ist gleich. Dieses P haben wir auch schon hier gehabt, das müssen wir halbieren. Also auch hier kommt also hier, und zwar negativ halbieren. Minus P halbe plus minus, weil ja dann das Ganze wieder auf die andere Seite kommt. Plus minus Wurzel aus. Das, was ich hier vorne habe, das ist hier dieses P halbe, geben wir hier in die Klammer. Ob Plus oder Minus ist egal, weil durch Quadrieren wird das sowieso ohne Vorzeichen. Und dann Minus Q. Und ich habe also eine wunderschöne Formel dafür. Wollen wir also damit noch anschauen, wie das also ist, wenn ich jetzt diese eine Gleichung hier lösen möchte. Das heißt, so wie sie da ist, diese Gleichung. Also x² minus 6x plus 8 ist gleich 0. Das heißt, ich habe hier das p. Das heißt, x1, 2. Ich muss negativ halbieren. Also plus 3. Also dividiert durch minus 2. Ja, also hier zu machen. Und dann kommt plus minus Wurzel. Also hier negativ halbieren. Dann muss ich hier den Dreier quadrieren. Ergibt 9. Und zum Schluss auf jeden Fall den Achter hier subtrahieren. Und damit steht dann da plus 3 plus minus Wurzel aus 1. Plus 3 plus minus 1. Und das war die Lösung für dieses Beispiel.